Es waren verstörende Bilder. Bei der Europameisterschaft 2021 skandierten ungarische Hooligans queerfeindliche Gesänge und versuchten den gegnerischen Block beim Spiel gegen Deutschland zu stürmen. Es war nur eine von vielen queerfeindlichen Aktionen bei dem Turnier. Auch in diesem Jahr warnte die Polizei bereits davor, dass es erneut zu Ausschreitungen von Seiten ungarischer Hooligans bei der EM kommen könne. Doch welche Gefahr stellen sie für das Turnier dar? Europaweit sind rechte Hooligan-Gruppen im Fußball mittlerweile gut vernetzt. Gerade große Turniere wie die EM oder die WM sind auch ein Rekrutierungsort für rechte Organisationen. Zu diesem Thema habe ich gemeinsam mit Ruben Gertschikow über Wochen recherchiert. Er erklärt euch, inwieweit die EM ein Rekrutierungsort für rechte Organisationen sein könnte. Die europäische Gesellschaft steht vor einem Rechtsruck und das macht sich auch in Stadien bemerkbar, da Stadien in der Regel als Brennglas der Gesellschaft gesehen werden. Das heißt, Entwicklungen oder gesamtgesellschaftliche Entwicklungen sind hier besonders sichtbar. Das machen sich auch rechte Fangruppen oder Hooligans zunutze, denn hier können sie abseits von politischen Veranstaltungen relativ einfach Kontakt zu meist jungen, aktionsorientierten Männern knüpfen. Vor allem beim Länderspielen steht eine nationale kollektive Identität im Mittelpunkt und dementsprechend geht es auch darum, sich mit anderen Ländern bzw. mit Fans anderer Nationalmannschaften zu messen. Rechte Hooligan-Gruppen im Fußball gibt es in beinahe allen europäischen Ländern. In den vergangenen Jahren konnte man eine zunehmende Professionalisierung dieser Gruppen beobachten. Bei der EM 2021 soll die sogenannte Carpathian Brigade, eine ungarische Hooligan-Gruppe, verantwortlich gewesen sein für die queerfeindlichen Gesänge. Aus ihrer rechtsextremen Gesinnung machen sie keinen Hehl. Gerade auf Telegram erhalten Gruppen wie die Carpathian Brigade viel Zuspruch und Anerkennung von anderen rechten Hooligans. Telegram und andere Messenger-Dienste spielen eine zentrale Rolle für die Vernetzung europaweiter rechtsextremer Fans. In den letzten Jahren haben rechte Fans verschiedene Kanäle veröffnet, beispielsweise Gruppa OF oder Ultras Not Reds. Während bei Gruppa OF vor allem die Inszenierung der Gewalt, die Ergebnisse von Hooligan-Kämpfen oder eben normale Fanaktionen im Mittelpunkt stehen, spielt rechtsextreme Politik eher eine untergeordnete Rolle. Anders sieht das bei Ultras Not Reds aus. Bei Ultras Not Reds finden sich tagtäglich rassistische, antisemitische und neonazistische Inhalte wieder. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bereits angekündigt, dass die Polizei während der EM verstärkt Präsenz zeigen werde. Über das International Police Cooperation Center ist ein Austausch nationaler und internationaler PolizistInnen geplant, vor allem auch für die Erkennung rechter Symboliken. Hier in Berlin, also im Olympiastadion und auch auf der Fanmeile, erhalten die Sicherheitskräfte entsprechende Handreichungen, um rechte Symboliken erkennen zu können. Auf nationaler und internationaler Ebene gibt es eine Vielzahl von extrem rechter Symboliken und Zeichen. Beispielsweise nutzen Personen innerhalb der extremen Rechten sehr häufig Runen oder Bezüge zur nordischen Mythologie. Außerdem gibt es länderspezifische Zeichen, wie beispielsweise den türkischen Wolfsgruß der rechtsextremen Ülkücü-Bewegung, bei dem die Finger ähnlich wie beim Schweigefuchs zusammengepresst werden. Außerdem benutzen extrem rechte kroatische Fußballfans häufig das klassische Schachbrettmuster, beginnend mit einem weißen Viereck, ein Zeichen, das auch die Ustascha-Bewegung des Nazi-Kollaborateurs Ante Pavelić benutzt hat. Eine besondere historische Verantwortung trägt in diesem Zusammenhang aufgrund seiner Geschichte das Berliner Olympiastadion. Clara Schädlich, Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen und sportpolitische Sprecherin, wies bereits darauf hin, dass man ganz genau hinsehen müsse, welche Veranstaltungen man im Olympiastadion ausrichte, damit es eben kein gefundenes Fressen für Neonazis sei. Sie persönlich hält eine EM unter dem Motto der Vielfalt für den genau richtigen Weg. Wie seht ihr das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.